Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Gattuto, beim Clan Bettis. Ja, so ein bisschen schwirren mir ja auch immer die Gedanken rum. Also im Moment bin ich auch so ein bisschen mal wieder so ein bisschen in der Selbstfindung. Event, Fingerwackler-Event haben wir ja im Moment. Also das Magier-Event wollen wir natürlich auch spielen, gar keine Frage. Wir haben den Update-Hype. Ich weiß nicht, wie der Update-Hype bei euch so ist. Bei mir ist er erstmal so ein bisschen gesackt, das Ganze, und Bilderhall habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Im Moment, glaube ich, gibt es so einen 8-Stunden-Boost. Ich habe heute auch mal ein bisschen anders hier für euch aufgebaut. Auch das habt ihr, das seht ihr so ein bisschen, denn ich mache mir ja auch immer so ein bisschen meine Gedanken. So, Toto, was kannst du mal ein bisschen in deinen Tagesvideos anders machen? Und ich habe mir heute einfach mal überlegt, die Webcam einfach mal ganz woanders hinzupacken. Im Moment arbeite ich ja nicht mit dem Greenscreen im Hintergrund. Die Ewig-Baustelle hier ist halt noch offen und deswegen habe ich das Ganze heute mal ein bisschen umgebaut für euch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das weiß ich nämlich nicht, weil ich auch nicht so in diese in Kamerasprecher bin, ja. Also HD 1080p lese ich hier immer und Logitech, aber mehr auch nicht. Und will natürlich so ein bisschen am Mobile-Device vor allen Dingen angreifen. Ich habe es heute mal komplett umgebaut. Ich habe heute mal mein Handy hier unten in die Fassung reingebracht, wo eigentlich mein Tablet immer drin steckt. Oder eins meiner Tablets. Und ja, ich habe das ganz verpeilt. Man kann natürlich alle 8 Stunden angreifen. Und ich habe mich auch schon gewundert, Toto, wieso hast du so viel im Nachtdorf hier? Ja, hier habe ich echt viele, viele Ressourcen, aber in ein paar Stunden, nämlich in 5 Stunden 59 ist mein Dropship endlich auf 11 und ich werde es auch gleich auf 12 bringen, denke ich mal. Ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen die gute Alternative hier zu den Barbaren vor allen Dingen, denn es wird immer schwerer. Ich habe schon einige Bases gehabt, bei denen ich angreifen musste. So, ihr hört das jetzt natürlich ganz stark. Teilweise, wenn ich so ein bisschen tippel, ich hoffe, ja, ich muss mich da auch erstmal ein bisschen selber ran gewöhnen. Ich habe jetzt einfach ich bin jetzt eben nach Hause gekommen. Ihr müsst euch auch meinen Alltag mal vorstellen. Ich komme nach Hause vom Kunden, da kann ich nichts mit Clash of Clans machen. Ab und zu mal ein bisschen, aber wenn du mit dem Kunden unterwegs bist, da bist du den ganzen Tag dort. Bist auch noch mit dem Kunden zum Mittag, zu Nachmittag und. Also da geht nicht viel nebenbei. Deswegen seht es mir ein bisschen nach. Ich habe das alles mal probiert, denn es spielte mir heute so ein bisschen im Kopf rum. Habe das alles ein bisschen aufgebaut, Licht etc., Kamera. Und jetzt wollen wir aber diesen erstmal angreifen. Also ich habe schon etliches an BA8 machen müssen. Dies noch ein BA7 hier. Und da komme ich in jedem Fall der Riesenkanone entgegen, glaube ich. Ich denke mal, mit den Dropships kann ich hier noch nicht viel machen. Der hat relativ gute Luft, der 4. Vorne steht der Brutzler. Und wir gucken mal, ob wir hier nicht so ein bisschen jetzt reinkommen können. Die ersten Fallen schon mal aufdecken hier. Das gelingt mir mal gar nicht mal so schlecht. Ab und zu versuche ich natürlich zu euch so ein bisschen reinzuschauen. So, dann haben wir hier auch noch einen Bomber. Jawohl, der geht hier auch rein. Ich cleare hier jetzt erstmal so ein bisschen, bevor ich überhaupt die Kampfmaschine jetzt setze, muss ich hier so ein bisschen was reinziehen, in der Hoffnung, dass wenigstens ein Bomber hier in die Mitte geht und die Kampfmaschine, oh nö, jetzt, oh, der Bomber latscht da außen mit rum. Ai, ai, ai. Okay, der Bomber latscht da außen mit rum und pfui, pfui, okay. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Da müssen wir wenigstens die 50% hier holen, denke ich mal. Wenn das noch ein BH7 ist hier, also BH8, würde ich mich noch schwerer tun. Der hat ja noch mehr Fallen. Da hat er mal keine Falle. Kaum zu glauben, dass da keine Falle ist. Und mal sehen, ob wir hier noch wenigstens die paar Prozente holen. Das sieht aber erstmal, ich darf es nicht mehr sagen, nicht so gut aus. Ich wollte es gerade wieder aussprechen. Ich weiß nicht, jemand hat es bei mir in den Kommentaren geschrieben, er kann das Wort nicht mehr hören. Okay, ich lasse es so einfach sein. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht so gut gerissen hier. Aber ich hatte hier auch schon 8er. Die waren natürlich noch von der Armee her 7er, aber der hier, der schafft mich sogar ohne Kampfmaschine. So mal easy peasy hier. Naja gut, von den Pokalen her, jenseits, ich bin jetzt ein bisschen unter 4000 gekommen. Und will jetzt mal schauen, dass ich so ein bisschen was hier mache. Wir wollen also hier auch einen Gegner finden. Hier gibt es auch ein paar Neuerungen, finde ich nett. Oh, eine Trainingspotion. Die gibt es hier für Noppes. Das ist natürlich klasse. Jawohl, die geht in meinen Bestand über.
Wenn man sich übrigens diese drei Potions hier kauft, kommt da so ein Bild raus oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Mehr hole ich mir hier nicht, als dass es das umsonst gibt. Und ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe auch schon so ein bisschen hier an diesem Fingerwackler-Event teilgenommen. Ich nenne ihn mal Fingerwackler. Ist das nicht so ein richtiger Magier? So ein richtiger Magier aus anderen Rollenspielen, wer die schon mal gespielt hat, da musste wirklich ein bisschen knobeln. Die können viel, viel mehr. Der hier kann einfach nur Zauber in verschiedenen Varianten. Aber in welchen Varianten er die kann, das sehen wir hier. Ich muss ja 13 Stück benutzen als Rathaus 11. Habe auch mal so ein bisschen so eine Truppe gebaut hier. Meine nächste Truppe ist natürlich meine Farmtruppe mit den Kobolden. Aber einfach ein paar Kubis weglassen, 13 Magier damit reinpacken und schon schaffen wir auch, denke ich mal, da die 100%. Ich bin ja im Moment nicht so hoch in der Liga. Gucken wir mal, was wir hier rocken können. Oh, gleich der erste. Oh, gleich der erste, ein guter Treffer. Das ist natürlich krass. Und den nehmen wir auch mit, würde ich sagen. 550 und 2000 Dunkles. So viel Dunkles brauche ich jetzt nicht mehr für die Queen vor allen Dingen. Und ich weiß, mich langweilt das manchmal auch, aber es ist einfach eine gute Alternative, um hier ein bisschen Dunkles vor allen Dingen zu farmen. Nämlich mit dem Warden und mit der Queen, die immerhin schon auf 48, sie soll ja auf 49 gehen. 20.000 Dunkles fehlen mir noch. Wenn ich die jetzt einsacke hier, 1000 habe ich schon wieder dabei. Dann funktioniert das hier ganz gut, denke ich mal. Wo sind denn eigentlich die Luftleinwände? Oh, die stehen auch ziemlich weit. Was habe ich in der Clanburg? In der Clanburg habe ich ein paar Bowler und einen Riesen. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen hier nur diese Riesen hier rein. Und nehmen jetzt mal so ein paar Magier und ein paar Mauerbrecher. Die Mauerbrecher nehme ich im Moment wirklich sehr, sehr gerne in Wut hier in solche Bases rein. Denn die sind wirklich nicht schlecht. Oh, guck mal, wie weit die Mauerbrecher da schon wieder rennen. Die Mauerbrecher sind irre. Echt, die Mauerbrecher sind mehr als irre. So, die vier Magier hier noch mit rein. Und ja, das sieht, boah, kommen die Helden schon weit. Okay, dann würde ich sagen, wir ziehen von der Seite hier jetzt unsere Miner hier mal mit hin. Ich habe so ein paar Zauber ja vorbereitet, habe jetzt noch überhaupt noch keinen benutzt. Ich nehme jetzt mal den Warden. Ich weiß im Moment gar nicht, wo mein King hier ist. Wofür hatte ich eigentlich den Sprungzauber? Oh, hier muss ich einmal die Miner so ein bisschen in Wut bringen. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich die... das wird suboptimal, das kann ich euch sagen. Ich kann euch auch ganz genau sagen, warum das gerade suboptimal wird. Denn die Zauber ist für meine Farmarmee mit den Kobolden und nicht für die meine Armee. Hier, da habe ich nämlich eigentlich drei Heilzauber dabei. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube aber trotzdem, ich muss meine Clanburg hier nicht nutzen. Wenn ich sie nicht brauche, dann nehme ich sie nicht. Nehme ich dann für den nächsten Angriff oder mal gucken, irgendwann setze ich sie dann ein. Queen kann ich noch zünden, sieht noch ganz gut aus. Und ich denke mal, der Bestand hier geht in jedem Fall zu uns über. Dann zünde ich die jetzt auch mal, dann ist der Minenwerfer da nicht mehr ganz so stark. Ja, so lässt sich ganz gut farmen und also ein bisschen ungewohnt ist das für mich. Ich muss ja mal in die Kamera gucken. Also wenn ihr eine bessere Position für die Kamera für mich habt, immer mal raus damit. Ich bin offen für alles Neues im Moment und ja, das sieht ganz gut aus. Ab und zu gucke ich auch mal nach hinten, denn da ist meine Aufnahmesoftware. Da sehe ich natürlich im Moment das, was sich hier unten am Handy abspielt und ja, das sah aber ganz gut aus. Das haben wir ganz gut gerockt, denn wir brauchen in jedem Fall Ressourcen von allem. Ich habe einen Bauarbeiter im Moment, glaube ich, frei. Ja, den lasse ich mir in der Regel ganz gerne für die Clanspiele frei, die ja morgen beginnen. Aber ihr seht das, in 11 Minuten ist auch mein Archer-Tower fertig. Und ich kann vor allen Dingen, ich habe hier immer noch an Items, jetzt wird ja die nächsten Tage neue Items geben, habe ich vor allen Dingen auch noch ein Truppen fertigstellen. Ach nee, das ist ja Gebäude. Also ich könnte direkt ein Gebäude machen, habe noch ein Zauberbuch und habe auch noch ein Heldenbuch. Heldenbuch geht natürlich klar in die Queen rein, gar keine Frage. Aber die anderen Bücher weiß ich noch nicht, wie ich sie einsetze. Und es gibt ja jetzt, das hatte ich so ein bisschen verpeilt. Ich habe gedacht, kommt auch keiner rein. Ich habe gedacht, was ist denn das hier für eine Potion? Ah, das ist eine Bilder-Potion. Die wirkt aber nur in der Home-Village. Okay, also beschleunigt da ähnlich wie den Uhrenturm im Nachtdorf das Gebäude bauen hier. Und ja, ich muss mal sehen, wie ich sie einsetze, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, wir recken eben mal. Ich suche euch mal einen netten CK-Kampf raus aus unserem letzten CK, denn der Gegner war dort bisher unbesiegt.
Okay, ich habe euch einen schönen Kampf rausgesucht. Ich denke mal, ja, ich zeige ja nur ab und zu mal nur noch CK-Angriffe, außer ich streame oder mache eine ganze Folge aus irgendeinem Clan, also wo ich CK auch mitgemacht habe. Und wir sehen hier Palm Beach auf die Nummer 8, also 6 auf 8 hier. RH10 gegen RH10. Und ihr seht das auch, die Helden sind noch nicht ganz so hoch bei Palm Beach. Also da geht in jedem Fall noch so ein bisschen was. Und dann gucken wir uns hier mal den Funnel erstmal an. Also ich denke, hier sollten jetzt erstmal Queen sterben und auch die CB sterben. Vielleicht sogar, ja, der erste Inferno da. Ich glaube, es sind zwei Single Infernos. Ja, beide Infernos stehen hier auf Single. Und sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Einfach nur mit Wut, kein Sprung genutzt. Dafür hat man dann vier Heilzauber noch im Petto. Und ich versuche mal so ein bisschen hier am Ball zu bleiben. Mit dem Angriff hier, denn die Meute der Hawks kommen, glaube ich, ja, die kommen jetzt von hier unten. Also so ein bisschen, ja, hat es eigentlich gut gemacht. Schön Surgical gesetzt hier und kommt hier jetzt auch ganz gut, glaube ich, in die Base rein. Jetzt sterben hier zwar so ein paar Hawks, aber sie hat natürlich noch reichlich Heilzauber hier am Start. Queen ist auch noch in der Mitte. Fängt jetzt die Riesenbombe einmal ab. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Großer Räusper. Und dann geht das hier ja so ein bisschen weiter in die Base rein. Mal sehen. Ich bin wirklich gespannt, wie das bei euch rüberkommt mit der Facecam mal auf der Pusi und mal hier am Handy oder auch am Tablet meine Aufnahmen gemacht. Denn am PC ist das auch nicht immer super. Und entschuldige bitte für zweimal das böse Wort eben gesagt in dem Stück von vorher. Ich habe es mal wieder gebracht. Überhör es einfach. Überhör es einfach. Ich mag das Wort natürlich. Und aber ich versuche, ich gelobe einfach mal Besserung, dass ich es nicht mehr ganz so oft sage. So, wo haben wir denn eigentlich noch was? Ah, okay. Rathaus fällt hier. Und ja, unglücklicherweise ist natürlich nur noch Flächenschaden da für den King. Und für die paar Barbaren. Aber er hat ja auch noch ein paar. Ja. Ist eine Sie. Sie hat ja noch ein paar. Lakaien und auch noch die Queen. Allerdings will die Queen jetzt natürlich wie immer über eine Mauer. Aber der King tankt hier richtig schön für die Lakaien. Und dann sind das hier schöne 100% gewesen. Und wir können jetzt endlich in unseren zweiten Farmangriff reingucken. Ich habe ganz vergessen zu sagen, ja, die Unbesiegten sind ja besiegt worden, ne? Mit 87, 86. So, da habe ich ein bisschen für euch mal ein bisschen vorgespult bis zum nächsten Gegner, denn die Gegnersuche dort natürlich auch so ein bisschen länger. Also hier haben wir ja, typischen Farmgegner für meine Truppen jetzt. Ich werde jetzt auch alle Truppen setzen hier und wir gucken erstmal. Also so mache ich das mit dieser Armee. Ich habe einfach ein paar Kobolde ausgetauscht und setze hier einfach jetzt so ein paar Riesen vor, dass ich erstmal die Außenlager hier wegmache. Okay, das Außenlager kriege ich jetzt noch nicht ganz so gut. Da muss ich hier erstmal einen Riesen vorschicken, dass der hier die Bogenschützen ein bisschen tankt. Ja, das sieht noch ganz gut aus. So, das ist bis dahin. Oh, dann haben wir hier unten. Ich glaub, hier unten, das machen wir gleich ein bisschen anders. Denn ich ziehe jetzt erstmal hier drei Stück rein. Ich habe jetzt auch nicht so super viel Kobolde dabei, dadurch, dass ich 13 Magier dabei habe. Und aber das sieht, glaube ich, noch ganz gut aus. Wir gucken mal hier oben. Da hat er noch den dunklen Topf, den brauchen wir natürlich in jedem Fall. Und auch den anderen, den mit dem Goldzeug hier. Goldzeug. Was ein Begriff. Also ich bin wirklich gespannt, ob euch das Format hier. Ah, da oben haben wir jetzt eigentlich alles gepackt. Wo ist der dunkle Topf? Okay. Dann können wir hier jetzt auch reingehen. Ich denke mal, zum Gewinn setzen wir hier einmal alles. Und jetzt mal ganz behende so ein bisschen die Magier hintergesetzt. So, wir nehmen mal erstmal die Queen und den Warden und setzen dann den King so ein bisschen dahinter. Denn das ist ja so einer. Ah, da hinten gehen meine Mauerbrecher her. Jetzt wieder hart durch, glaube ich. Denn das ist ja so einer, der. So, Clanbook nutze ich auch mal. Der so ein bisschen
von hinten reinkommt. So, ich habe jetzt keinen Sprung dabei. Ich glaube, das ist aber trotzdem nicht so schlimm. Die müssen sich ja eigentlich trotzdem noch ganz gut durchfressen. Also seht mir das nach. Ich habe jetzt ein bisschen nach unten geguckt. So, wir brauchen nur noch das Dunkle da. Und wo ist eigentlich? Ja, okay. Das bisschen Gold und Elex. So super viel ist es jetzt nicht. Ich zünde jetzt trotzdem noch mal eben einmal meine Truppen. Ich muss aber einen Heilzauber hier einmal verwenden, damit er gleich weg ist aus meiner Armee. Denn die nächste Armee wird natürlich wieder eine Armee mit den Minern werden. Ja, und den haben wir, glaube ich, ganz gut. Ah, das reicht mir. Ich will mal nicht alles verbrauchen. Dann habe ich den noch und 67% in jedem Fall gewonnen hier mit dem Bonus. 97%. Ich brauche nicht den 100% Bonus hier. Und so ist das Ganze in Ordnung für mich. Mal gucken. Ihr habt es ja eben gesehen, 11 Minuten waren es noch bis zu meinem Bogenschützenturm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der RH11 Base hier, da hört das Bauen nicht auf. Echt. Ich glaube, ich habe 200 Bogenschützentürme und um die 100 Kanonen. Denn ich habe immer noch nicht alle hier auf ein Level höher gebracht. Also hier ist noch so viel offen und ich muss da so viel nachfahren. Also, die Kobolde können hier rocken ohne Ende. Wenn ihr diese Folge übrigens seht, ich lasse mich mal eben nachbauen. So, wenn ihr diese Folge übrigens seht, 1, 2, 3, ich nehme mal einen Sprung mit. Oh, das ist nicht optimal. Das müsste eigentlich so sein. So muss das für diese Armee sein. Wenn ihr diese Folge übrigens seht, dann sind die Clanspiele schon am Gange. Also ihr seht die Folge ja am Donnerstagmittag und die nächsten Clanspiele fangen jetzt für mich von der Aufnahme her in 12 Stunden 26 Minuten an. Und falls ihr es noch nicht wisst, es gibt als Reward natürlich so ein bisschen was für BA8. Es gibt nämlich die ersten Runen und zwar die ersten Runen, um das Elex-Lager voll zu machen und um das Goldlager voll zu machen. Aber es gibt natürlich auch alternative Ressourcen wieder. Es gibt wieder Gems und es wird natürlich auch wieder Bücher geben. Also lasst euch überraschen, wenn ihr es jetzt noch nicht wisst und diese Folge geguckt, lasst es mir einfach in den Kommentaren mal nieder, ob ihr dieses Format hier gut findet mit der Webcam da. Ich kann sie mal umpositionieren. Könnt ihr mir ruhig mal in die Kommentare schreiben, bin ich ganz, ganz offen für. War einfach mal ein Test von mir. Und ich denke, ja, so wie ich sonst immer verbleibe, euer Toto. Mit gewunkener Hand clasht.